ich bin Gerda und ich liebe das Räuchern. Ich bin Wildkräuterguide, Energetikerin und Kräuterexpertin bei Sonnentor. Und ich freue mich sehr, dir kurze Einblicke in das Räuchern geben zu dürfen. Der Mensch räuchert schon seit Tausenden von Jahren. Zwar nicht mit Räucherkohle, sondern auch direkt am Lagerfeuer oder mit Kohle aus dem Lagerfeuer. Warum räuchert der Mensch schon seit Tausenden Jahren? Beziehungsweise warum war das eigentlich ein tolles Ritual für ihn schon so zu dieser frühen Menschheitsgeschichte? Räuchern ist etwas Sakrales, etwas Heiliges. Mit dem Räuchern transportiert man Botschaften. In dem damaligen Glauben hat man gedacht, die Natur ist beseelt. Man hat Naturgeister wahrgenommen. Man hat auch an eine höhere Macht geglaubt. Und mit dem Rauch transportiert man Botschaften auf diese Ebene, in diese Ebene. Das heißt, man hat zu sakralen Zeremonien geräuchert mit unterschiedlichsten Pflanzen. Meistens waren sie sehr aromatisch. Dann haben wir auch so dieses Bild vom Medizinmann oder der Medizinfrau im Kopf. Das Räuchern hatte früher auch spirituell-medizinische Hintergründe. Wenn jemand krank war, versuchte man mit dem Rauch die Krankheitsgeister zu vertreiben. Außerdem sind auch mittlerweile immer bekannter die keltischen Jahreskreisfeste. In Mitteleuropa haben die Menschen vor unserer christlichen Tradition andere Jahreskreisfeste gehabt. Der keltische Jahreskreis ist ein Naturkreislauf, der verschiedene Sonnenfeste oder Mondfeste im Jahreskreislauf beschreibt. Wir alle kennen diese Feste. Vielleicht ist es uns noch nicht bewusst, dass sie schon eine sehr lange Tradition haben. Zum Beispiel eines dieser Feste ist Ostern. Das ist die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind gleich lang und danach werden die Tage wieder länger als die Nächte sind. Oder das Erntedankfest. Das ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Auch hier sind Tag und Nacht gleich lang. Danach werden die Tage wieder kürzer als die Nächte sind. Also die Nächte werden länger, wir kommen schon langsam in die dunkle Jahreszeit. Dann haben wir rund um Weihnachten die Wintersonnenwende. Das ist der 21. Dezember. Hier werden nach der Wintersonnenwende schon langsam wieder die Tage Sekunde für Sekunde, Minute für Minute länger. Auf die Wintersonnenwende folgen traditionell die Rauhnächte. Das ist eine spezielle Zeit rund um den Jahreswechsel, wo man auch früher geglaubt hat, der Kosmos steht still. Dann haben wir auch noch ein halbes Jahr später die Sommersonnenwende. Das ist ein Sonnenfest, wo wir den längsten Tag haben, die kürzeste Nacht. Ein Fest, das auch immer mit Lagerfeuern gefeiert wird. Hier werden nach der Sommersonnenwende die Tage auch wieder kürzer. Dann gibt es auch noch die Mondfeste. Das sind Feste von einer speziellen Mondkonstellation. Darunter fällt zum Beispiel Lichtmess Anfang Februar oder auch Allerheiligen aller Seelen im November. Das sind alles Mondfeste, die auch speziell von unseren Vorfahren immer gefeiert wurden und einen bestimmten Punkt im Jahreskreislauf markiert haben. Und wie könnte man diese Feste besser begleiten als mit dem Räuchern? Das war ein kurzer Einblick in die Geschichte des Räucherns. Wenn du noch mehr über das Räuchern erfahren willst und wie du mit heimischen Kräutern diese wunderbare Tradition auch für dich entdecken kannst, dann schau im Link. Wir haben hier einen Online-Räucherkurs für dich.
Und sonst freuen wir dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, wo ich dir zeige, wie du räucherst und welche Utensilien du dafür brauchst.